So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Let's Base. Wir stehen hier vor der Ishimura Klinik hier und machen jetzt hier mal die Tür auf. Mal schauen, was hier los ist. So, es springt schon mal nichts an, das ist schon mal positiv. Aber aussehen tut es hier irgendwie, als hätte die Putzfrau schon vor Wochen gekündigt. Sorry, we are full. Wir sind voll. Habt ihr zu viel gebechert oder wie? Da steht ja, vergessen nicht die Sachen, die sie mit in die Klinik gebracht haben. Aha. Na wenn, dann geht's halt zu Lost and Found. Fuck the ship. Help me, help me, help me. It's safe? No. Ja, da höre ich auch schon wieder Geräusche, die mir gar nicht gefallen. So. Also sobald ich wieder Lebensenergie finde, werde ich die, wo ich jetzt noch habe, einsetzen. So. Ich will hier gar nicht sein. Auf Wiedersehen. Hehehehe. Hehe. So, in your face. So. Moment. Beruhig dich mal ein bisschen, ja. So. Boah, wenn das in Zeitlupe stirbt, das Viech, das ist ja auch lustig. So. Jetzt mal gucken. So. Also, wo ich die Aufnahme gestartet hatte, da habe ich ja auch Probleme gehabt. Warum ist da eine Sauerstoffstation? Da hatte ich Probleme, dass ich auch einmal angefangen habe, mich die ganze Zeit zu drehen. Da ich dachte, was ist denn jetzt faul? Klemmt da eine Taste oder was? Oder keine Ahnung. Boah, der ist ja total. Boah, da ist ja schon Skelett unten raus. Nee, und das Problem war, ich weiß ja, dass das nicht vorher schon war. Dass mein Lenkrad war noch angeschlossen. Und irgendwie hat er den Controller sozusagen nicht leiten können. Dann hat er eben ja immer gedacht, hier eine Achse ist in Bewegung. Ja, ich musste den jetzt abstöpseln. Aber das hatte ich glaube auch früher schon mit einem Controller. Also wenn jemand ähnliche Probleme hat, das liegt dann meistens an einem angeschlossenen Controller. Dass auf einmal die Figur anfängt, sich unkontrolliert zu drehen. Leichenhalle. Aufzug, nur mit gültigem Ausweis. Ja, toll. Ja, nachdem ich eben das Spiel dann neu gestartet habe und das Lenkrad dann ausgestöpselt habe, da ging es dann wieder. Da liegt so eine komische Energiezelle rum. So, was haben wir hier schönes? Plasma-Energie. Ja, warum frage ich denn eigentlich? Es ist alles Plasma-Energie hier. Credits, yes. So. Ja, Röntgenaufnahmen. Ah, da ist der Arm gebrochen oder was? Okay. Ah, hier gehört das Ding rein. Okay. Tja, bis jetzt sind die Schächte noch zu. Vielleicht lasse ich die auch mal zu. Ich habe mir gedacht, ich schieße die auf und dann kommt nichts raus. Aber das war ein Irrglaube. Ein dummer Irrglaube. Und ich weiß nicht, warum es hier eigentlich Sauerstoff gibt. Wird es hier mal später vakuumiert, hier, die ganze Raum hier. So, das müssen wir mitnehmen. Na, heb das Ding hier. Sag mal. Ist es zu schwach, das Ding zu heben? So, hier reinfummeln wieder. Ah, die Dinger hier rein. Das ist immer so eine... Ah, funktioniert's? Ja, die Zelle ist voll. Gut. Warum braucht man da so komische Energiezellen? Das ist ja totaler Schmarrn eigentlich. Wer hat die Station gebaut hier? Ja gut, das ist keine Station, das ist ein Raumschiff angeblich. Ein Abbauraumschiff. Oh, 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 oh. Ich hab dich gesehen, du Viech. Boah, hier sieht's ja noch schlimmer aus. So, okay, das konnte gar nicht seinen Tentakel ausfahren. Guten Tag.
So. Gliedmaßen ab, ist das Viech harmlos. Na, jetzt. Ja, komm hier, ja. So. Ja, lass mal Energie einmal nachladen. Was ist das hier? Ah, da brauche ich. Was? Energiesperre? Warum? Warum wird hier die Energie gesperrt? Ah, ha, 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 ha. Verdammte Scheiße. Oh, grüß Gott. Beehren Sie uns nicht so schnell wieder. Hier werden Sie geheilt, aber da kommen Sie nie wieder. Dr. Isaac ist gleich bei Ihnen. So. Plasma-Energie. Ja, und der operiert vorwiegend gern mit einem Plasmaschneider. Nicht mit dem Laserskalpell, das ist zu popelig. So, hast du noch irgendwas für mich? Sag ich, zertrümmer deine Gliedmaßen hier. So. Die Dinger haben aber so eine kleine Standfläche, die kippen natürlich gleich um. So, zack. Okay, na gut, hier gehe ich mal erstmal nicht weiter. Ich hau erstmal hier einen Energiekern in das Ding hier rein. Zack, ja. Ja, wieder 10.000 auf den Kopf kauen. Wenn nichts Gescheites drin ist, dann ärgert man sich. So, ja, Plasma-Energie, wow. Faszinierend, was ist das hier? Strahlmunitionsschema. Okay, nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier? Geld, das ist immer gut. Naja, jetzt bis auf die Plasma-Energie hier. Also da war nur ein Haufen Plasma-Energie. War das jetzt nicht so prickelnd? Naja gut, die kann man verkaufen für 2,5. Ja, 4 Stück verkauft, hat man schon wieder einen Energiekern drin. Naja, dann hat sich's eigentlich gerechnet. Ham. So, weg mit dir. Pfui. Ja, weg. Ich zertrampel gern. So. Was haben wir denn hier? Hihihi. Großer Rahmen, das gefällt mir nicht. Intensivstation, Intensivkammern 01 bis 04. Aha. Hallo? Kann mich jemand hören? Mein Name ist Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Kratzen im Innern der Wände. Hallo? Wer ist da? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Moment, ich kenne Sie doch. Sie sind Harris, der Gefangene aus der Kolonie. Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Ja, dann war es hier wahrscheinlich auch tot. Hm. Wo soll man eigentlich hin? Ah, wir sollen hier in die Intensivstation rein. Nö, vergiss es. Notaufnahme, Flur A, Patientenbett 01, 06. Aha. Das habe ich jetzt gerade gelesen am Anfang. Deswegen, ich lese das immer so gern. So, was ist mit dem hier? Soll ich den mal hier ein bisschen skalpieren oder hier chirurgischen Kopf entfernen? So, bitteschön. Ja, ich kann das. Ja, das Spiel ist schon ein bisschen heftig. Also. Aber. Ja. Es ist nur ein Spiel, wie gesagt. Das ist nicht so schlimm mehr. Man darf das alles nicht zu ernst nehmen hier. Muss sich immer vor Augen halten. Beruhigen Sie sich, sonst muss ich Sie fixieren. So. Pam. Bäh, diese Tentakel, die sind ja eklig. Stase, ja gut. Kann ich verkaufen, das Stase-Modul. Sieht man so richtig den Knochen? Uah. Ja, wo ist jetzt das Ding hin? Ah, da. Bäh. Wie es hier rausspritzt. Sie muss ja schon ganz eklig aussehen eigentlich durch das ganze Blut hier. Und infiziert mich eigentlich auch schon. Der hat mich eigentlich schon gebissen eigentlich oder so. Naja. Oder?
Nee, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich bin ich immun. Textlog. Ach nee, warum kann das kein Videolog sein? So. Neugeborene. Ah, das ist eine Liste von Neugeborenen. Was? Alisa, Rose, Kai, Yatin, Alisa, Leoni, Ian Ansel, Jackson Thomas, Lukas, Zara James, Caitlin, Kai Joshua, Cody, Kylie, Liana, Fate, Jack William und Agatha Marjorie. Ah ja, okay. Für was ist das jetzt wichtig? Eigentlich für gar nichts. So, was haben wir hier? Strahlmunition. Da kotze ich im Strahl. So. Was haben wir denn hier? Credits. Sauerstoff. Eine Dosis Sauerstoff, bitte. Frisch gezapft. Weg mit euch. Uah. Pfui. Das ist ekelhaft. Naja, hier, die Schreckmomente sind nicht so arg hier bei dem Spiel. Also, ja. Manchmal sieht man es schon vorher. Guten Tag. Warum? Was soll die Scheiße? Malträtiert da jemand mit einer Knochensäge und sägt sich dann selber den Hals durch? Boah. Das ist ja echt grindig. Was ist denn das hier? Ach, das sind nur Lichtle. Okay. Was sind denn das für komische Kammern hier? Das ist wie so Probenkammern hier eigentlich. Boah, ey, das ist echt... Teilweise ist es wirklich grindig, also, ja. Da kommen wir da rein. Ja, da ist eine Tür. Ja, Pech gehabt. Da kommen sie gar nicht rein. Naja, wir müssen da auch nicht rein. So, was haben wir denn hier noch? Ein Textlog. Aufschub. Wissenschaftliches Logbuch von Dr. Kane T. Chief Science Officer. An Captain Matthews B. Benjamin. Ergänzend zu unserem vorausgegangenen Gespräch möchte ich Sie bitten, den Transport des Markers auf das Schiff um ein oder zwei Tage nach hinten zu verlegen. Sie wissen, dass ich genauso erpicht wie Sie darauf bin, ihn detailliert zu studieren. Und ich verstehe die Dringlichkeit, die sich aufgrund der Ergebnisse in der Kolonie ergibt. Doch ist das auch der Grund für meine Bitte. Was da unten passiert, ist einfach zu einzigartig, zu beispiellos, um es ohne eine angemessene Untersuchung der Ursachen und Wirkungen zu beenden. Nach einer Besprechung mit Dr. Mercer möchte ich mich mit Dr. Chiarello und Dr. Veland auf dem Planeten treffen und ihre Beobachtung protokollieren. Terence. Okay. Na, das war jetzt eigentlich mal ein Bericht, wo was gebracht hat. Manche Logs, die kannst du wirklich, die brauchst du ja fast gar nicht lesen, weil nichts Wichtiges drinsteht. Dr. Mercers Büro, Leichenhalle, Zutritt nur für Autos, das ist medizinisches Personal. Okay. Ich bin Maschinenpersonal, also ich repariere auch, also von daher bin ich auch medizinisch, oder? So. Ja, mit gültigem Ausweis. Speicherstation. Ja, ich habe gedacht, wir müssen zu dem Fahrstuhl. So, speichern. Ja. Ja. So, ich drücke jetzt einfach Enter und Enter und dann passt die Sache. Weil mir das mit der Maus einfach zu schnell ist im Menü. Das kann man aber nicht ändern. So. Oha. Oh oh. Oh. Was war jetzt das? Gravitationsschub oder wie? Was ist das? Audio-Log. Wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Kane. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Dunkeln. Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen. Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen.
Diverse gewalttätige Ausschreitungen und Selbstmord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Mhm. Okay. Das Vieh, da kommt ja einfach um die Ecke spaziert hier. Hast du irgendwas für mich? Irgendwas Wertvolles? Nein. Mensch, das ist blöd. Ihr müsst immer was dabei haben. Ah, da ist noch ein Fahrstuhl, Leichenhalle. Öffnung. So. Da ist die Konsole. Das wollte ich wissen. So, tang, 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 tang. Ankunft. Ach, da wird mir gleich vor eine große Tür gestellt hier. Ups, falsche Taste. Oh ne, wieder so ein großer Raum. Mag doch keine großen Räume. Und außerdem sieht sie wieder aus wie Sau. Glaube ich, muss mal wieder. Das war jetzt hier ein bisschen gruselig. Das war jetzt gruselig. Aha. Sie schauen, ah ja. Ah, wo ist jetzt der Leichendings? Ja. Oh oh, was ist das? Was macht das Viech? Das frisst denn auf. Aha. Das macht also diese Wesen hier. Ah ja. Guten Tag. Ah, ich hau ab, du komm, ich hau ab, direkt du. Nachladen. Der wiederbelebt die Viecher, Eier. Boah, also diese komischen Dinosaurier, diese fliegenden da, nenne ich es jetzt mal, die muss man gleich mal töten. Was? Aufgabe erfüllt? Ach, das war der Typ schon. Ah. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen. Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Aha, ja. Also er hat jetzt gleich die Codes bekommen. Okay, ja, den hat sie auch zerstückelt. So, so, also diese komischen fliegenden Viecher da, wo aussehen wie ein Archaeopteryx, tun also diese Leute umwandeln oder wiederbeleben. So, stirb, du komisches Tier. Na, ist ja schon tot, aber. Lass mal Energie. Textlog, noch ein Textlog, Moment. Lass mal hier noch eins sammeln, so. Was ist das da hinten? Ah, da bin ich reingekommen, okay. Das wäre ein komischer Ventilator da oben. Der bringt ja immer mal ganz viel. So. Autopsiebericht. Medizinisches Logbuch. Dr. Domus G. Medical Examiner. Bericht über Todesfall auf dem Schiff Verstorbener. Captain Matthews B. Es ist meine traurige Pflicht, Captain Benjamin Matthews offiziell für tot zu erklären. Berichte über die genauen Umstände seines Ablebens sind widersprüchlich und entziehen sich meinen Befugnissen hier. Ich kann lediglich über den Zustand der Leiche berichten. Der Verstorbene erfreute sich einer für sein Alter guten Gesundheit, obwohl ein oberflächlicher Bluttest erkennen ließ, dass seine Leukozytenanzahl sehr gering war und kaum Eosinophilen existierten. Sein medizinischer Check vor dem Abflug wies keines dieser Besonderheiten auf, was auf eine rasche Entwicklung deutet. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass das etwas mit seinem Tod zu tun hatte. Diverse Quetschungen an Armen und Beinen weisen auf einen kurzen Kampf vor dem Tod hin. Kleinere Rippenprellungen lassen außerdem vermuten, dass sein Brustkorb in irgendeiner Weise eingezwängt oder zerquetscht wurde. Todesursache war eine Verletzung des Augapfels, die sich durch die Augenhöhle fortsetzte und ihren Abschluss im Frontallappen fand. Die Folge davon war ein rapides Neurotrauma, ein Schlaganfall und schließlich der Tod.
Die Kraft, die für eine derartige Zerstörung der Augenhöhle aufgebracht werden muss, sind enorm. Und die Wahrscheinlichkeit für eine selbst zugefügte Verletzung daher eher gering. Ich sehe mich deshalb gezwungen, einen Tod als durch rechtswidrige Fremdeinwirkung verschuldet zu protokollieren. Ob diese Einwirkung vorsätzlich oder fahrlässig geschah, entzieht sich meiner Zuständigkeit. So, okay. Also anscheinend ist der Kapitän von irgendjemand getötet worden. Gut, und das Ding hier oben ist sehr laut irgendwie. So. Jetzt können wir aber hier noch rein, jawohl. Ja, und noch ein paar Credits. Das finde ich ganz nett. Jetzt haben wir hier einen Medipack, dann können wir nochmal hier heilen. So, jetzt sind wir noch voll. Jetzt müssen wir immer noch eins haben. Energieknoten. Au, das ist schön. Hier ist verschlossen. Warum ist hier verschlossen? Ich bin Isaac, da darf nichts verschlossen sein. Das ist ja auch hier. Da wird es so eingezwängt, der Kopf wird gepackt von der Kralle. Oh. Oder wie? Aber nee, im Moment ist ja die Autopsie eigentlich. Und da stehen wieder unverständliche Zeichen. Notfalldusche, aha. So, so. Ups. Was haben wir denn noch hier? Zurück zur Notaufnahme. Okay. Dann machen wir die Tür auf. Stellen uns schon mal rein. Jo. Dann würde ich sagen, die Folge ist auch wieder zu Ende. Dann danke ich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, um hier noch die weiteren Umstände rauszufinden, was hier passiert ist. Bin ich mal gespannt. Jo. Also dann sagt Tschüss, euer Legolas.